und damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, zu einem neuen Rust-Abenteuer. Heute im Quad, ein Tag nach dem Forstwald. Wir sind ein bisschen spät dran. Versuchen wir noch was zu reißen. Im Quad mit Joel, mit Nevando und mit Evie. Ich hoffe auf einen geilen Vibe, auf dass die Action richtig schallert. So, bevor wir aber reingehen, nochmal die kleine Erinnerung an euch. Ich habe gesehen, dass nur 30% aller Zuschauer den Kanal abonniert haben. Freunde, wir sind auf dem Weg zu den 15k und ich würde mich freuen, wenn ihr euch auf diesem Weg anschließt. Sonst, was gibt es noch? Mein Server hat ja auch Release, Freunde. Checkt das auf jeden Fall mal ab, unten in der Videobeschreibung. So, lange Rede, kurzer Sinn. Let's fucking go. Und damit auch ein Hallöchen von mir, der Stimme aus dem Hintergrund. Wir gingen also im Vierer rein. Aber vorerst war es nur ich und Nevando. Wir sammelten also schon mal die Grundressourcen und tiepten auf, damit wir möglichst schnell unsere kleine Starter hinbekommen. Greencard? Ja, warte mal, ich kann gleich die Blue holen. War das Satellite-Dish, ne? Ja. Ich meine, wir stehen echt super im Vibe. Wir haben jetzt schon Blue Card. Jetzt einfach schnell eine Base hinzimmern. Und ab geht's. Oh, wo mach ich okay. Den Schiff nochmal aus? Ich würde halt so mal vielleicht U16, T16 ansetzen. Pauschal. Echt da? Ja, wo okay. Sonst? Wenn du unten weiter rein bist, können wir auch weiter reingehen, aber. Ich denke, da unten, ja, die haben okay, alles ja, schon ganz. Wir ja. Sind halt einen Tag nach dem Vibe. Nichts außer seinem Bag. Hat er ihn schon platziert? Ja, ja. Einfach auf hässlich ihn wegmachen? Ja, ja, ja. Ganz toll. So, ich gehe jetzt kurz deeper und ich habe immer eine Reihe Stein. Dann Water. Erste Waffe holen, direkt snowballen. Gar nicht easy. Researchen, einfach weiter benutzen. Ja, für uns wird es jetzt halt Zeit für eine Waffe. Wir müssen halt schauen, dass wir die irgendwie rankriegen. Entweder finden oder Loot Drop. Vielleicht auch irgendeinen killen, wenn wir einen finden. Das wäre jetzt eigentlich echt der wichtige nächste Step. Oh, Airdrop. Oh. Garage Door. Mal schau. Grip that content. Mein, wir können theoretisch Crosses machen, ja. So, seht sie nicht. Jo. Ah, M39 wieder. Und zwei Satchels, wenn du damit was anfangen kannst. Jetzt müssen wir nur den Semi-Typen irgendwie töten. No. Okay. Da. Ja. Irgendwo bei den Schienen. Ja. Kann nicht sein, dass wir die ganze Zeit hin und her laufen. Da vorne rennt einer. Siehst du ihn? Im Wald? Koordinaten? Ah, ja, ja, aber ich glaube, es ist nicht der Minister. Wir sind open field, ne? Gerade deswegen. Sehr gut. Ich bin one. Er sucht dich? Ja. Mann, wohin läuft du der? Du musst ihn ein bisschen ablenken, dann kann ich ihn vielleicht mit einer Nägel von der Seite. Hat ein Headshot? Dead. Ist dead. Ich hab ihn nochmal zweimal getötet. Da. Komm schon mal her, aber das ist nämlich gleich unten. Gleich. Ich muss noch hier irgendwie reinstopfen. Boah, ist ein Naked. Und... Da kommt der hinter, ist einer gegiert. Links, hinter dem Naked. Der scheißt dich an.
Hab ihn nicht hit. Er ist jetzt links von dir, links von dir. Ich bin dead. Scheiße. Wie viele sind das? Zwei. Hört sich irgendwie mehr als zwei an. Das sind zwei, hat eine Waffe genommen, da eine. Down, gib ihm. Ja. Ja, die kommen hier. Pass auf. Einer hat. Dead. Oh. Headshot hit. Hit. Der ist so super low. Der ist super low. Ich bin auch super low. Er ist nochmal hit. Wo ist der? Wo ist der? Da unten. Ich hab die B. Ich geh die B. Schnell die Pump. Unten links auf 50 ungefähr. Ja, warte, ich pack die Pump auch nochmal schnell weg. Ich nehme die TM für mich rein. Hast du ein bisschen 556-Schuss für mich? Ja, aber ich hab selber kaum. Ja, okay, dann. Nee, pass. Nimm. Ich hab zwei Magazine noch. Oh, nein. Ich bin bold, Headshot dead. Vielleicht kannst du mich looten. What a base, er war weit weg. Okay. Nein. Loot mich und spring wieder rein. Hast du noch reingeschafft? Nee. Aber ich hab die M39 gedroppt, das heißt. Ich... Oh, trotzdem, Und so verloren wir unser Starkit. Schade. Allerdings konnten wir die M39 noch safen. Ein kleiner Wermutstropfen. Nun kam aber Boschuel dazu. Und wir machten uns etwas an die Basics. Bisschen Scrap, bisschen Öfen. Ihr kennt den Spaß. Ja, jetzt kommen die raus aus der Big Base. Aus der Big Base kommt einer raus. Die kann man triggern mit Ding. Mit. Das wollte ich eigentlich hier rausfinden. Er ist am Eissee. Er kommt Eissee. Ist er schon close an dem Stein, wo ich bin? Relativ. Ich bin von oben challengen. Ja, ich höre ihn. Kurz ruhig. Hit. Jetzt ist er unter dir. Hab ihn. Nice. Sah. Loot. Let's go. Komm. Star weg. Ja. Ich kann immer nur den Rest oder. Ja, er ist naked da gespawnt. Ist dead. Lass sie anbringen. Können wir auch direkt researchen? Aber weg. Ja, jetzt sogar Holo und auch. Extended Mag. Ja. Ich sehe euch da. Auf K, bis der weg ist. Oh, er kommt richtig. Oder er ist getriggert. Die unten machen ihn. Aber das brauchst du gar nicht countern, weil wenn sie clever sind, machen sie es nicht im Wasser. Die waren auf jeden Fall ein Riesenproblem da unten. Das sag ich dir jetzt schon. Aber mit was machen die denn? Das ist nicht AK. Oh oh. Oh oh. Nicht mehr tot. Bist du wirklich tot? Nein. Ich renne in die Base rein wie ein Irrer, ich schwör. Mir alles egal. Jetzt ist AK. Jamin. Dann aber nicht über dem Wasser. Nee, die downen ihn jetzt extra nicht. Boah, ich habe überlegt zu schießen, ob ich ihn hier oben downen kann. Ich bringe die rein. Ja, der ist down. Der ist nicht im Wasser, der ist nicht im Wasser. Oh, nee. Aber, nein, ja. Die machen vom Dach. Ja, die hat Doktor mit der L9 drauf. Ja, scheiß auf. Wollen wir einfach versuchen, den beim Eis ein paar Kids abzuziehen? Ja, wir können ja grappen. Wir können bei denen ein bisschen grappen probieren. Wir müssen jetzt nicht mit unseren besten Kids hin. Wir haben den richtig beschissen gedownt. Ist einer vor Ort? Nee, keiner ist dort. Aber so, wir können da auch eine Ecke rausziehen, ne? Ja, ne, oder eine M2. Ich meine, es ist machbar. Ich brauche euch bloß. Ich bin hier. Scheiße, ja, ganz kurz. Ich bin gleich. Er ist gerade nicht am Roof. Ich bin an der anderen Seite vom Heli. Sah? Schießt?
Ist noch keiner dort, glaube ich. Ja, jetzt kommen sie zu zweit. Ich hab geballt! Ich hab geballt! I need help! Schieß von oben! Die sind beide unten im Tal. Ja, der schießt auf mich. Haben wir einen Hit? Ich bin tot. Ja, L9 war schon nicht anders. Ja, L9 auf dem Move. Er ist so schlecht! Die kommen hoch. Hinter euch. Wie? Da kommen welche countern, glaube ich. Ich habe einen mit Feuerfeuer gehittet. Ja, da kommt Make a Kid. Oder hat er auf dich geschossen? Nein, neben mir. Boise und Ecke, direkt neben mir. Jetzt können wir grabben vielleicht. Ja. Direkt vor mir, Sven. Sven, die Ecke ist on me. Wer ist das? Soll ich mit Pump hingehen? Ich bin tot. Hat einen Hit vom Fall. Ich habe ihn noch Hit! Nein! Nein! Er muss so super low sein. Ich schwöre, er ist so super low. Ich gehe da mit Pump hin. Ich war raus. Nun lag es an Evando und Joel, diese AK zu sichern. Ah, der kommt hier. Ich lock ihn. Jetzt! Ja, AK Kids! Nice! Und Bolti. Lauf weg. Ja, die kommen. Ich hab L9, ich hab Bolt. Ja, die sind schon fast an der Base. Die kommen auch von der anderen an Seite. Unserer? Ja. Er kommt, hörst du ihn? Ja. Aber die auf dem Dach, einer ist auf dem Dach. Ja, schuldig, ja. Der war voll. Er redet also irgendwas auf Französisch. Okay. Die Raiden wollen uns wahrscheinlich raiden. Ja, safe. Im Dach. Ja, ich sitz drin mit Heavy Suit und. Ich seh keinen auf dem Dach. Nachdem wir also ein AK-Kit bei diesem Heli-Counter gattern konnten, ließen wir die Dinge erstmal ruhig angehen. Wir wurden nämlich zunächst erstmal gedogcampt. Nachdem das Ganze etwas nachgelassen hatte, entschieden wir uns zu Ulrich zu gehen, denn ich hatte Saya bereits researched und durch das AK-Kit hatten wir auch endlich Mats. Und dann das ist gelöst, allerdings nicht. Ich bin dead. Ich auch. Wir schüttelten uns aber schnell den Staub von den Schultern und machten weiter. Ich bin gleich. Ja, einer Dogcamp. Direkt vor der Tür, direkt? Wenn du rausgehst, rechts. Rechts, jetzt rechts, jetzt rechts. Okay. Rechts ist er. Ich bin dead. Vielleicht können wir den einsperren, dann können wir den mit AK durch den Airlock töten. Er ist eingesperrt auf jeden Fall. Nicht im Airlock, sondern in diesem Ofen-Airlock. Mhm, also die obere Tür ist zu. Ja. Ich kann natürlich schaffen. Ja, mach auf. 3, 2, 1, go. Ja, achso, ich auch, Mann. Ich kann auch hoffen. Ich kann auch. Das ist, glaube ich, das, was uns fehlt. Wir müssen, glaube ich, echt mal einen Raidy-Baidy machen. Na. Doch, ich glaube, so ein kleiner Raid. Weißt du, der was uns an Comps und so einen Scheiß bringt. Hier. Aber wir haben halt nur einen Raid. Ah, da baut jemand vor uns. Nein, wir müssen uns boosten. Lass ihn nicht oben in den Dach. Er hat die Tür noch nicht drin. Er hat noch keine Tür drin. Er hat das auch. Er macht safe Tür. Ja, da. Bitte. Shit. Wir raiden. Hallo. Nein. Wollen wir den gleich wieder aufmachen? Bitte. Ist noch ein 2x1 mit Holztür, ne? Ja, die hatte ich dann im Auge. Wir können auch die machen. Irgendeine machen wir jetzt auf mit den 2 Satches. Kommt. Ich bin da. Ja. Wie viel brauchen wir? Satches, eine Holztür, ein Satchel, oder? Das ist unsere. Das sind wir! Niemals. Okay. Oben?
rechter Berg noch. Vorsicht auf dem rechter Berg, Berg. Ja. Nein. Ey, die werfen C4. Da klebt C4 gerade. Warte, ich schluck meinen Body schon. Einer one. Er ist dead, einer dead. Warte, wo ist mein Body? Einer ist drin. Nice. Haben wir ein Double Hit? Nice. Einer ist drin schon. N9, Headshot Hit. Ich glaube, die N9 ist tot, vielleicht. Pass auf, einer ist noch drin. Ja. Wer leitet denn hier? Keiner. Von uns. Ich gehe N9 looten und dann. Ja, dann holen wir den drin. Jungs, wir müssen da. Ja, wir müssen den drin holen. Geh L9. Hab einen, glaube ich. Ja, einer full dead. Einer Rocket Launcher ist full dead. Kommt rein! Ja, wir kommen rein, wir sind schon drin. Andere ist auch dead? Nee, nicht. Okay, ich geh rein, ich hol Boom. Ich hol was zum Ziel. Moment. Ich hab C4, alles. Ich bin im Eingang. Ich bin in unserem Eingang. Ich hab den ganzen Boom. Alles gut. Weg. Ja, ich bin dran. Weg. Ich seh nix. Ja, ich bin im Eingang. Komm dran, sitzen unten. Oder da. Jungs, ihr müsst machen, wir müssen vielleicht... Ist gesealt. Okay, ich resette TC, komm zurück. Lass mich rein, bitte. Mach meine Tür bitte auf. Ja, ich seh nichts, hier drin ist alles voller Smoke. Ich hab... nein. Was war das? Die waren ja noch nicht mal drin. Oh mein Gott. Doch, die waren drin. Doch. Oh. Ich hab 3 C4, 2 Rockets. Hey, was war AK. Das, Digga? Wartet. Hier ist ja noch mal Shit. Was? Wie? Ja, hier sind die Bodies. Ich hab noch ein Full-Kit. Ja. Ja, die sind draußen. Ich geh Roof. Wir haben kein Ding mental. Macht schnell die Tür einfach. Oh. Die sind nur draußen. Oh, der wurde gerade weg, die Beat. Warte, ich geh runter. Kannst du mich covern? Ich versuch's. Im Wald war auch noch was. Ah, ne, der lebt, glaub ich, noch. Ja, er wurde gelootet, glaube ich. Ja. Hey, da ist noch einer! Alles gut. Ich aim dein Body. Bei der Tür. Ja. Ich treffe ihn nicht. Ich bin knock am Dach. Nein. Am Dach? Kann ich hoch? Ja, du kannst hoch. Komm hoch. Komm einfach hoch und pick mich. Pass auf, komm rein. Oder? Nee, alles gut. Wir müssen die killen. Die sind direkt vor der Base. Okay. Jetzt ist nur ein Egg, Mann. Einer dead. Er ist direkt da unten. Er ist auf dem Ziel. Hab ihn. AK gelegt, aber ich bin anders one. Ich schnau mir deinen Heal. Levando. Ja, mach das. Ich weiß nicht, ist nicht. Na, links, deiner, links. Ist irgendwer vorne bei uns drin? Hier kommen so viele. Keine Ahnung. AK Kid liegt noch. Okay. Sie machen. Naked, direkt vor der Base, also Richtung den anderen ihre. Ich kann looten, alles gut, ich komme hier. Du läufst in die falsche Richtung. Ich hab einen Tommy. Achtung, ja, hier ist noch einer, ist noch einer draußen, ich sag doch. Und hier ist alles. Hab noch eine Saar. Und. Ey, der Naked, er lootet, töt ihn. Hab ihn, dead. Lootest du? Da rechts, links ist die Tommy, pass auf. Tommy ist fast tot. Ja, ich bleib Roof, Leute. Okay, Türen sitzen wieder. Vorne ist auch Tür. Hab nochmal, glaube ich, einen Hessi tot. Wo? Richtung Norden? Ne, im Wald. Hol erstmal die AK. Die ist unten Richtung Klippe. Zum Westen kommt einer. W kommt einer. Spann du, der ist naked. Da hinten läuft Hessis Headshot auf 240. Ist auf dem Dach meine Thompson gewesen oder ist sie runtergefallen? Ich glaube, die ist runtergefallen. Ich habe nur meine. Ja, alles gut, du bist doch an der Base. Ja. Geh doch dann einfach rein. Okay, dann gehe ich jetzt rein und krieg meinen Anruf jetzt. Ja, ich gehe schnell Depot und ich habe 2 Hessis. Oh, wer schießt? Ich. Okay. Base ist secured, dann passiert erstmal nichts, weil die haben geil, übelst die Alter. Fresse auf die Fresse bekommen, die Jungs. Da kommt ein Hessi. Hessi von euch aus 200. Ich seh. Ganz knapp. 2. Boah, fuck, ich bin heady. Geh weg. Ja, ich muss healen.
So. Hab einen, aber nicht einen von denen. Die hier oben hat... Boah, links, 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 bei der Pumpe. Oh mein Gott, hat der den Beam bekommen, Alter. Niemals. Oh. Okay, okay, okay. Was ging denn jetzt bitte ab? Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, einfach mal die bisherigen Geschehnisse zusammenzufassen. Wir kamen also auf den Server. Anfang ich und Evando. Wir bauten einen Starter und besorgten uns unsere erste SAR. Nachdem wir diese gleich an unsere Nachbarn wieder verloren hatten, kam Joel dazu. Zusammen schafften wir es dann wieder, eine SAR zu organisieren und uns ein AK-Kit zu snacken. Anschließend hatten wir aus unserem Loot-Drop noch zwei Satchels. Diese wollten wir verbrauchen und eine Holztür raiden. Während wir unterwegs waren, Gott sei Dank nahe der Base, wurde unsere Base geraidet. Und zwar von unseren Nachbarn, welche uns zuvor auch noch Door-campten und mehrfach Roof-campten. Nun war die Mission klar. Wir wollten Rache. Rache für das Door-campen, Rache für das Roof-campen und Rache für den versuchten Raid. Aber das musste erstmal hinten anstehen. Denn uns fehlte noch einiges, um einen Raid durchzuführen. Klar, wir hatten jetzt Rocket Launcher, Rocket und C4 durch den Raid bekommen. Allerdings fehlte es uns noch einiges an Sulfur und die Tier 3, um das Ganze umsetzen zu können. Unterdessen wuchs die Base unserer Nachbarn stetig. Und ich machte mich direkt nach dem Raid auf dem Weg, diese einmal auszukundschaften. Okay, und vielleicht ein bisschen um zu docken. Nice. Komm, Mikit. Geht on roof. Sieht mich nicht. Sieht mich nicht. Im Dunkeln. Sieht mich nicht! Naja. Ah, ah! Denk vor Ecke, Bro. Hab ihn. Der oben ist so schlecht. Ah! Ich stuck! Hilfe! Warte, jetzt fick ich ihn gleich. Einer hat Headshot. Er ist weggelaufen. Fuck, der hat den Hessi gelootet. Ich hab nur Tommy. Jetzt wollten wir es hier aber erstmal wieder in Ruhe lassen und unserem Business nachgehen. Denn der Raid stand fest, das Ziel stand fest und jetzt ging es darum, alles zu beschaffen. Ja, ohne rechts an der Straße, 70, drei Hessis. Drei Hessis, Hessis, Hessis. Okay, dann nicht schießen, shit. Ich könnte jetzt. Warte. Jetzt drei, zu spät. Zwei, es war zu spät, Digga. Die waren so offen viel. Hessi down. Es ist nur noch einer da. Der eine ist links noch. Nein, der eine ist links Richtung Osten, 70. Ach, der hat den ab. Ja, der einen hat nur noch der. Er ist so one. Dead. Ich loote rechts, ihr links. Oder, warte mal. Der kann den linken auf der Straße looten. Bleib oben. Den direkt gehatchet. Da ist noch irgendwo eine Star. Das ist loaded, Jungs. 400 Scrap. Okay, let's go home. Oben auf dem Berg sind Semis. Ich bin voll, Jungs. Ich bin voll am Inventory. Unten im Wasser. Aber ist naked, glaube ich. Hat einen Hit. Pass auf, Semis vom Berg. Hast du beide gelootet? Nee, nur einen bisher. Wo war der zweite? Ich habe den anderen gelootet. Oh mein Gott, loaded. Ja, 600 Cloth. Wo ist der zweite? Blue Card. Ja, wir müssen Silence gehen. Jungs, wo ist der zweite? Wo ist der zweite? Ist der hier runter? Hier liegt ein Haufen Zeug am Boden. Oh mein Gott, 15 Zug. Ja, ich weiß, aber wo ist der zweite? Ja, wir gehen nach Hause. Warte, der zweite Tote. Keine Ahnung. Bro. Ich hatte doch plus zwei, oder? Ja, aber hier waren doch zwei. Hier ist doch nur einer tot. Ich weiß es nicht. Ich hatte. Next. Er ist dead. Der hier irgendwo der, oder nicht? Der Body ist irgendwie auf dem Boden, oder? Jungs, wir müssen uns beeilen. Hier, warte, hier mich an. Der ist hier lang gelaufen. Unter mir, hab ihn. Okay. Wieso lootest du die P2 nicht? Die hab ich nicht gesehen. Ah, hier, Shotgun-Trap, ich will die haben. Komm mal, Jungs. Okay. Oh, ja? Oh, noch. Oh. Jungs. Tommy, Jungs. Tommy rechts. An der Base? Ja. Nur der Schnapp ist weg. Ja, lass gehen jetzt. Hab den Tommy. Das ist nicht die Tommy. Tommy, Headshot. Ich geh in, ich hab eh bloß Grub. Straße, hinter uns an der Straße.
komplett. Jungs, wir overstayen, wir haben so guten. Ja, Willen. Ja, ich tipp jetzt auch. Okay. Komm, ich finde die Tommy bloß leider nicht. Du musst im Wasser so gucken, bis es runter. Ey, du bist alleine, okay? Ja. Du bist jetzt alleine. Ja. Ich such die Tommy. Wo ist die fucking Tommy? Der war doch direkt an der Base, oder? Nun passiert der längere Zeit nichts. Und Nevando und Joel waren kurzzeitig offline. Ich machte mich an Scrap. Und Farm, denn unser Raid-Ziel stand ja immerhin schon fest. Ich schaffte es sogar, eine Tier 3 zusammen zu bekommen. Später am Abend kam dann Ivy dazu. Und Joel kam wieder zurück. Und es entwickelte sich ein Big Fight um Water Treatment. Haha, jetzt habe ich hier auch den Ohrwurm eingepflanzt. Sind die schon Höhe Garage? Oh. Ich werde gebeamt. Okay. Hinter mir ist auch einer. Aha, okay, der sieht mich insta hinter dem Busch. Ja, das sind Fullkits. Schade. Pass auf, der ist da oben. Er kommt über die Rohre. Wer hinter der Wall ist? Ja, ich seh ihn. Dead. Ein AK dead. Da war aber noch eine zweite. Da war noch eine zweite. Ja, einer kommt hinter dir, glaube ich, an der Wall. Einer fehlt. Ja, ist hinten am Rundell, hinter Garage quasi. Ja, wo ist der? Ah, er ist in der Mitte. Oh, ich bin Headshot. Geh mal in Safety. Deine Waffe unten? Ja, links. Geh nach links. Geh nach links und loot ihn einfach. Mach einfach. Boah, was? Ich bin hier wo tot. Wo ist er? Der ist an Garage. Er ist aber rüber gepusht nach rechts zu dir. Fuck, wenn er jetzt seine AK findet, Leute. Ist hinter dir. Ist hinter dir. Der Naked. Ja, der hat meine Waffe. Baby. Das wäre ein wichtiger Call gewesen, aber egal. Hier kommt AK jetzt on me. Naked ist. AK hat mich on my body. Mofuji, bei Wolf, okay, you. Ist Full Kid mit Bolt und allem da. Da oben ist, glaube ich, wieder dead. Nee, er lebt noch. Scheiße, die stehen beide. Willkommen. Ich habe ihn getrippelt. Einer dead. Aber ich war ausbluten. Willkommen. Ihr müsst euch beeilen. Ja. Wahrscheinlich, oder unten. Na, er läuft nach hinten raus. Er läuft nach hinten raus. Ich weiß nicht, ob er sein Mate gelootet hat. Links hat einer noch gelootet. Es sind zwei. Oh, ich war gesilenced. Ja, von ihm. Er hat Silence drauf. Ich versuchte. Nein, er botet mich. Im Bonde. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich glaube, er ist durchgezogen. Schnee, Herr Sie? Nee, wo? Der kommt vor dir. Der kommt zu dir. Da, wo die Diesel sind. An dem kleinen Haus mit Diesel. Okay, ich bin auf der anderen Seite am Ausgang. Ja, der kommt da gerade hin. Da, an die linke Seite. Unten? Jetzt auf den Rohren, Sven. Ja. Da, wo ich. AK rechts, weißes Fullkit ist rechts. Er ist abgelenkt auf mich, hat mich. Was hittet der? Ist runter, ist jetzt in den. Ja, ich hab ihn schon verfolgt, aber ich kann nicht schießen, weil sonst fängt mich gleich das weiße Fullkit. Das ist hier an der Seite. Ist das weiße Fullkit? Er rennt raus. Er triple it. Oh, ja, AK. Aua. Wo ist das weiße Fullkit? Bei mir. Hinten, ganz hinten an der Straße. Jen, der ist an einem Zaun vor dir. Ja, die kommen jetzt close. Die kommen close. Ja, ich auch. Die AK flankt mich. On the way. Geil mich. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch lebe. Ich kann ihn nicht direkt challengen. Ist down! Hey, ist down! Ja. Pass auf, das weiße Kid noch. Ja, er ist hier, gleich um die Ecke. Ich brauche Hilfe, ich kriege ihn nicht. Ja, ich bin tot. Durch den Busch. Durch den Busch, Mann, was ist das denn? Kurz Ruhe. Er will ihn picken. Hab noch einen, aber es war nicht der. Kurz Ruhe, bitte. Wieder Peel. MP5. Vor mir. Kurz Ruhe. On me. Hat mich. Hast ihn hit? Nein. Nach. Ich kann ihn nicht challengen. Ich hab 16 AP.
Er läuft weg. Er hat die AK mitgenommen. Oh, ich wurde gesilenced und naked neben mir random. Zweiter dead. Da ist noch einer rechts hinter den Ecke. Noch einer, ja. Nee, Hazy an. Ja, das ist der. Ich konnte ihn nicht killen. Entspannt euch. Ich bin dead. Ja, okay. Nee, das sind keine Ahnung wie viele. Ich hab voll veraimt. Ich hätte ihn einfach haben müssen. Nun passierte nicht mehr viel. Der Abend neigte sich dem Ende entgegen. Zwar kam Nevando nochmal online und wir machten noch Cargo und Bradley. Allerdings passierte nichts Spannendes, bis auf ein paar kleine PvP-Angelegenheiten. Wirklich nicht mehr viel, was ich euch zeigen könnte. Und deswegen machen wir hier Schluss mit Tag 1. Tag 2. Und ich muss gleich vorne wegnehmen, Tag 2 war bei mir nicht so erlebnisreich. Denn ich war den halben Tag AFK. Ich musste leider einiges privat erledigen, sodass ich kaum spielen konnte. Die Jungs und Mädels farmten sich den Arsch auf und machten unter anderem Heli und viele, viele andere Sachen. Deswegen empfehle ich euch die Kanäle von Joel und Nevando. Beide möchten auch über diesen Vibe ein Video machen und ich kann euch nur empfehlen, für Tag 2 die auf jeden Fall abzuchecken. Wir machen hier aber direkt dann mit dem Raid weiter, denn wie gesagt, aus meiner Perspektive passierte nicht viel. Und nachdem die Jungs und Mädels so viel zusammengefarmt hatten, hatten wir alles bereit, um unsere Rache ausführlich zu genießen. Leider musste ich gerade feststellen, dass es mir während des Raids das Mischpult geschossen hat. Somit habe ich keine Tonaufnahmen von diesem Raid. Ich versuche das Ganze sehr kreativ zu gestalten, dass ihr trotzdem sehr viel Spaß daran haben werdet. Ich möchte das wirklich entschuldigen. Ich hatte mich so auf diese letzte Phase des Cuttens gefreut und musste gerade feststellen, dass hier alles fehlt. Tut mir wirklich leid und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal wieder alles am Start haben. Genau. Ich hab irgendwas gehört. Viererfeld, neben der Tür. Ah, das tötet. Ja, ich weiß. Alles gut. Schieß von hier aus, wo es die nicht trifft. Ich kann hier eine Wall testen, ganz kurz. Okay, es trifft mich durch den Schlitz. Sorry. Oh. Sorry, my fault. Oh. Ich spawne ihn dabei, ist alles gut. Ich nehme einfach meine Rockets. Kannst du die zerstören irgendwie, die Turret? Immer schön smoken, schön verschwenden. Hab einen. Ja, nice. Ich hab noch mal. Sven, kannst du HP? Nein. Aber ich hab Flame. Ja, wegen der Tür. Hast du den wieder? Ja. Ist genau da. Hab ihn wieder. Wo ist mein Launcher? Ich hab den ja hier. Hier, bei mir, hinten. Hab ihn fast, Ist der. Schön. Ja, komm einfach. Bring gleich AV mit. Nein, auf jeden. Und ein paar Rockets. Hat er Nike? Schön alles ausflamen, genau. Komm, hier ist noch eine Rocket. Ich komm mit. Ja. Hat irgendwen Rocket noch? Links am Stein hängt. Ja, ich sehe ihn. Hier, Jungs, hier. Liebke. Ich hab dich. Töte den bitte. Ja, ich lade. Warte, ich mach noch eine Flametür. Können wir noch mal smoken? Jungs, schon hinter uns. Ja, Flam. Hit. Erst wieder. Nein, Ivi, nicht rauskommen. Halt da. Da, weg. Ja, ich hab den Tommy und den. Tommy, Dad? Schön. Ah, ich hab keinen Heal mehr, ich vergeh Silence vom Dach, Ivy. Ja. Ich bin full Dad. Ich hoffe, Dad ist nicht. Wo bist du? Hä, was? Ist naked.
wieder so. Ja, vielleicht hat er den besten Schild. Ja, safe hat er den besten Schild. Ey, Jungs, zwei Jungs. Ja, ja, ich bin dran. Hab ich? Oh, schön. Ja, ihr müsst kommen. Ja, wir kriegen wir rein. Ja, mach ein Bett. Hier ist auch eine Rocket, scheiße. Ich hab, aber... Hier, zu mir, dem Rocket. Hab hier rein. Oben, im Korb, quasi. Drin. Keine Ahnung. Wann geht da hin? Ah, da. Ja, dann nimm die Leiter noch hin. Schau, hier unten geht's rein. Okay. Hast du Mad 6? Ich bin 26. Pass auf, hier ich weiß nicht, ob da unten drunter eine Trap ist. Ist offen schon? Nee. Dann fahr noch einen rein, ja. Also müsste offen sein. Ich geh vor. Du hast die Rocket. Nee. Die hat noch. Vor drauf. Ja, mit dem besten Shit. Ja, schön. Ich geh vor. Pass auf. Warte mal, ich lass dir mal das da. Gönn ich ihn nicht. Nee, kein. Ah ja, er hofft mit Grenade Launcher drin. Oh, ne Rock. Nein, noch nicht. Ah, er kommt. Er hat Bull. Scheiße, ey. Bin dead. Soll ich ja Rüstung runterdocken? Warte, chill mal. Sind die, ist der noch da unten drin? Ja. Pass auf. Nee, so nicht. Er ist dead. Hm. Ich bin drin, bin full deep. Hier sind Bags. Ready am Stein, hat ihn einmal hier gesehen. Ja, er ist dead. Hier liegt sein Body, er hat sich selbst gekillt. Ich bin fast tot. Hab ihn. Schieß den TC, mach den TC kaputt. Hast du den auch? Ja, hin? Warte ganz kurz. Ja, lass mich mal kurz Kit wieder anziehen. Okay, so. Da. Ich hab den selbst gebaut, den Link. Ja. Oh, das war knapp. Der Typ hier ist raus. Nee, Sulf ist noch da. Komm drauf. Wahrscheinlich die Rockets, ne? Wenn die war. MLAS ist es. Ja. Ja, schauen wir uns gleich alles an. Lass erstmal das safe rüberbringen, was wir haben, und dann können wir das nächste angehen, okay? Oh, das ist gut! Ah, ne, Mauer, Hilfe! Ich bin fast tot. Oh, an der Mauer links, rechts. Da bist du. Oh! Emmels! Ja, oh mein Gott. Nein, die Rampage. Das war so klar. Das hat er gemacht. Ich bin dead drin, aber Jungs, passt schon. Alles ist kaputt, Wir müssen hoch. Die haben uns Redbase gemolest. Ja. Ich hab kein Heal. Ihr müsst da halten, ich versuche hier zu halten. Ich kann nichts. Hier ist noch ein Haufenstein. Vorne in der Tür müssen wir noch ein Fundament einsetzen. Oh! Ja, ich bin dead. Einer Richtung zu 320. Ecke. Ja. 10 bloß nicht an der Klippe. Er kommt jetzt Richtung Red Base. Lasst euch nicht doorcampen. Ja. Ich versuche in der Main Base. Ja, ich bin schon hier. Und Ecke zum Schiff. Die ganze Wall hier beim Airlock ist 1 HP. Hab den Vierfach-Hit des Ecke-Kit. Ja, er ist noch ziemlich weit weg von der Red Base. Wenn ihr rausgeht, rechts. Richtung 330 an der Klippe war rein. Haben wir TC? Ja. Ja, wir haben alles. Ja, wir müssen noch ein Ding würde ich noch gerne hochgehen. Ja, ich auch. Oh, Bolt. Ja. Bolt in meinem Rücken. 340. War auf mich. Also. Irgendwo ist der Typ noch. Ich seh Scheiße, er sieht mich. Ich weiß nicht, ob ich den Kürbis nicht mehr. Ich seh Laser, bist du? Der ist links, Ewig. No, ich bin crippled. Unten, an der, am Raid. Ja, ich seh gar nichts. Okay, wir waren nicht so richtig. Ich glaub, oben ist noch was. Ich bin. Ich hab ein Nachtsichtgerät. Ja, er ist rechts, oh. Jawohl! 340, 300, also nicht an der Wall, 340 hinten am Stein. Oh. Pass auf, er boltet von rechts. Ja, das sind zwei. Dann bin ich
Z. Versucht einfach Stuff zu nehmen und wegzugehen müssen. Das hat so keinen Sinn. Nee, nee, die lutschen uns die ganzen Bodies leer. Ich glaube, die haben Nachtsichtgeräte. Die krassen Typen werden vielleicht wieder gleich kommen und unsere Raid-Base raiden. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich anfangen gleich zu moven. Da kommt ein Mini. Da kommt ein Mini. Da landet ein Mini auf 280. Nee, fliegt weg, fliegt weg, fliegt weg. Ja, aber soll das denn Loot move? Ja, hier ist jemand. Wir kriegen Besuch. 20. Haben wir einen Headshot? Du kannst move, Okay, dann alles gut. Echt, ist der Mando? Oder lässt ihn liegen? Ich bin voll. Jetzt weiter links. Doppel links. An der Tür, wo sie rauskam, da liegt der Rocket Launcher. Siehst du's? Ja. Ja, okay. Weil da ist noch jemand, der da rumspringt. Und so brachten wir unsere Rache dann doch letzten Endes durch. Klar kamen einige Counter und sogar unsere Raid-Base wurde MLS'd. Trotzdem schafften wir es, das meiste des Loots in unsere Main-Base zu transferieren. Ich positionierte mich noch am Dach und fuckte die Counter ein bisschen ab. Nichtsdestotrotz beende ich hier jetzt das Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ebenso würde ich mich über einen Daumen freuen. Bewertet das Video, schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und an der Stelle auch nochmal ein megamäßiges Dankeschön an Nevando, Joel und Evi für einen geilen Vibe, der mega Spaß gemacht hat. Checkt die Kanäle auf jeden Fall aus. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!